Dass man gegen die SG Flensburg-Handewitt einen Sahnetag für einen Sieg benötigt, war den Wild Boys und den über 6000 Handballfans in der Porsche Arena natürlich klar. Dass man sowas von unterlegen ist und am Ende mit einer deftigen 28:46 Niederlage abgewatscht wird, schmerzt dann aber doch ungemein. Wenn man richtig beißt, wenn man sich richtig reinhaut, wenn man Vorgaben umsetzt, die man vorgeschrieben bekommt vom Trainer, und genau das, Flensburg hat uns ja eigentlich nicht überrascht. Wir wussten ganz genau, was kommt, dass sie uns versuchen zu überlaufen wie ein ICE. Und das hat einfach bei Flensburg heute ideal gepasst, weil aber auch keine Gegenwehr von uns kam. Und deshalb werden wir sicherlich darüber sprechen müssen, über die Art und Weise. Aber dann dürfen wir uns jetzt auch nicht allzu lange damit aufhalten. Zu allem Überfluss hat sich im Flensburg-Spiel auch noch Torhüter Dragan Jerkovic verletzt. Stammtorhüter Jogi Bitter fehlt ja so oder so. Und das ausgerechnet vor dem heißen Dezember mit den wichtigen Spielen gegen direkte Konkurrenten wie Frisch auf Göppingen, Minden und Balingen.